Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Extension Ultimate. Wir spielen weiter natürlich. Und ja, müssen natürlich die Pinocolade und den Liegestuhl bauen, damit wir in die Tropen gehen können, in die Südsee-Welt. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich für einen Klappstuhl brauche. Wahrscheinlich Wolle. Aber für den Pina Colada weiß ich ungefähr was. Komm schon. Mit der viel zu laden geht ein bisschen. Und mein PC-Lüfter brennt schon fast. Muss sehr, sehr viel laden. Da ist er momentan ein bisschen laut. Und es ist gut, ja. Also, wir haben hier Holzkohle zum Brennen. Hier haben wir schon mal Bambus. Den Bambus müssen wir jetzt hier irgendwie so anordnen. Flower Pot. Ich weiß nicht wie. So. 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 Ach komm schon. Irgendwie. Mist. Hier ist noch ein Speer. 6 Angriffsschaden. Den machen wir mal. Gut, und da kann man noch eine Fackel machen irgendwie. Keine Ahnung. Wenn wir den in den Ofen tun. Machen wir noch einen Ofen. Oh, können wir nicht. Und es leckt gerade. Ich mach mal die da rein und schau dann, wenn wir alle Rohstoffe haben. Nach. Hier ist ein Vogel. Es ist gerade Nacht, das ist nicht so gut. Hier ist der Crafting Table. So, noch ein paar Fackeln machen. Sehr schön. Und das Fleisch braten. Wir müssen das Fleisch braten. Ach komm. Ja, ist fertig jetzt. Nicht lecken. Ach, Fraps, bitte nicht. So, das Fleisch braten müssen wir. So, wir graben uns hier mal runter. Da haben wir Stein. Und noch ein Erz. Karmot und Sulfur. Beide brauchen wir nicht unbedingt, die lassen wir hier. So nah an der Ding werden wir sie schon nicht vergessen. Salpeter nehmen wir mal mit, aber ich glaube nicht, dass man das für alles anders als Säure braucht. Lieber das Chimera-Erz. Können wir nicht. Oh, und hier haben wir eine Schlucht. Mit leuchtenden Steinen. Ja. Weiter runter. So, hier haben wir Holz, also die Wurzeln. Okay, recht gute Erze, sehe ich. Aber nicht solche Erze, die ich richtig gebrauchen könnte. Dort unten sind so 4 farbige Steine. Ich sollte aber nachher wieder hoch. Weil lange werden wir es nicht überleben hier unten, wenn irgendwas spawnt. Das ist was? Platinum. Cool.
Also gehen wir wieder nach oben. Oh, jetzt wäre ich fast zu weit gerannt. So. Okay. Und hier muss ich ein bisschen mit Erde nach oben graben. So, und das Fleisch haben wir. Sehr schön. So, da drin ist jetzt nichts. Salpeter kann man wahrscheinlich nicht. Ne. Ja. Jetzt Mammutbaumrinde, Mammutwurzel. Ein Hidden Tree Door. Root of the Thing. Herz des Trees. Holzplanken. Ja. Etwas zum Braten. Zinn könnten wir. Aber das machen wir noch nicht. Ja, da gehen wir zuerst. Ja. Zuerst wieder runter. Und holen die Erze, die wir können. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's nicht überlebt. Scheiße. Ich wollte dort noch absperren. Slashback. Game Mode 1. Ich flieg dorthin. Ich weiß ja, wo wir den Ding hingemacht haben. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind gleich hier. Ich werde das euch zeigen, dass ich nicht irgendwie cheate. Hab ich gehe runter noch in die Schlucht. Weil sonst despawnen noch die Items. So, hoffentlich sind die Spinnen nicht mehr dort. Ah, es gibt einen Grabstein. So, und wir können die Items wieder mitnehmen. Gut. Den Grabstein lassen wir, dann sehen wir später mal, wo sie gestorben sind. So. Aha, die hier sind Monster-Spawner. Oh, scheiße. Aber hier gibt es eine Truhe. Ach. Wieso bewegst du dann nicht? Hallo. Ah. Also es gibt nichts Nerviges. Wirklich nichts Nerviges. Als Scheißbedienung von Mojang. Mit dem Chat. Ach, komm schon. Komm schon, komm schon, hey. Es ist wirklich schlimm. Wer tut das noch auf T? Wer? Welcher User? Das ist hundertprozentig eine Falle. Nicht? Okay. Und hier regnet es überall. Feed of Hell, Recover 4 Herbs, Lose 2 Hunger. Hey, der Helm hat sich verwandelt. Hallo, Sneaky on Air. Also wenn man in der Luft ist. Silberskeletten.
Come power up. Dann können wir nicht abbauen. Skeletos the Bishop starb. Skeletos the Bishop. Was ist denn das? Kenne ich nicht. Ich kenne keinen Bishop. Oh, das ist eine Falle. Oh. Shit! Was ist denn hier los? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Solche Fallen sind nicht gerade sehr bequem. Da war ein komisches Geräusch. Puh. Silber ist hier. Ah, hier unten vielleicht ist hier irgendwas. Oh. Silberfische. Nicht gut. Und die sind unbesiegbar. Was ist denn hier? Oh, was geht denn hier ab? Ja, wir sterben wieder. Hey, was ist denn mit Mod los? Gott, oh Gott, so viele Dungeon, das nervt einfach. Oh, und die schon wieder fliegen. In diese Richtung, das nervt. Wieso sind die Mods so unbalanciert? Ich will doch nur ein paar Erze holen und nicht überall auf Monster spawnen und alles treffen. Ah, Gott, oh Gott, diese Mods sind schon schlimm. Das hat nichts mehr mit Balancing zu tun, das ist einfach Müll, Sondermüll. Okay. Und Erschöpfung 01. Kann ich nichts dafür. Ist nun mal so. Klingt komisch, ist aber so. Und wir sehen sehr viel. Können ein bisschen reden. Jetzt werde ich es nicht schneiden. Ist ja nicht so lang der Weg. Ah ja, stimmt. Hä? Wir haben kein Waypoint dort. Haus. Teleport to ist, glaube ich, T. Oh. So, wir sind hier. Und, der Todespunkt war... Wo kamen wir hier rein? War das überhaupt der Baum? Ist das der falsche? Nein, das ist der richtige. Genau. Aber wir müssen die Schlucht finden, die hier irgendwo offen war. Hier ist ein Gletscher, das sieht auch cool aus. Da gehen wir halt runter und dann rüber. So, und jetzt nicht vergessen, Game Mode richtig auszumachen. Kupferbärenstrauch. So, der. Das haben wir. Also wir müssen vorsichtiger sein, eventuell nicht zu weit in Höhlen gehen, sondern durch die Wand graben. Und ja. Mehr Ideen. Mit mehr Ideen habe ich leider nicht. Müssen wir einfach vorsichtig sein. Vielleicht ein bisschen Survival-Mode genießen. Hier spawnen die Dinge, mache ich aus. Das ercheate ich mir jetzt gleich kurz. Und hier mache ich noch zu. Also nur nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen mich vorbereite. So. Game Mode 0. Amboss mitnehmen.
Hier kommt schon der erste Plagegeist wieder. Es spawnen auch so viele. Ja, es spawnen auch so viele. Oh, die brauchen wir, glaube ich. Treasure Map, cool. So, hier unten hat es einen Spawner, da müssen wir vorsichtig sein. Ach komm, Pflasterstein. Benutzen wir mal den Speer. Ach komm. In diesem Stress kann man doch nichts machen. Hallo? Es ist fertig. Hier spawnt nichts mehr. Das sind Cave-Spawner, die können auch in Dunkelheit spawnen. Hallo, und jetzt leckt's noch. Ach komm. Strawberry Cake. Noch mehr Ambosse. Steel. Fragmentierte Spinnenaugen. Grünes Miniaturherz. Da nehmen wir das Herz noch mit. Und das andere. Fairy Ingot nehmen wir auch noch mit. So. Und hier? Ein Lapisschwert. Nee. Pokefenium Ingot. Ach, die kann man ja auch drin lassen. Himmelswächter. Okay. Ein Stock. Ne. Stahl, Silber. Den Stahl nehme ich noch mit. Für was? Ach, für einen Potion. Ja, und du musst den bleiben. So. Da machen wir hier auch einen Waypoint. Spawn. Spawner. So, Höllenspinnen Spawner. Gut. Können wir weiter. Deep Iron. Kein Kupferbeere. Ach komm, Palmen-Dingwood. Manganese, Ore. Eisen müssen wir mitnehmen. Nur eins. Ah, hier jetzt noch mehr. So. Ja, das ist ein bisschen schwer. Aber wir schaffen das schon. Ja, Smaragd können wir nicht abbauen. Chimeri. Das sind alles Erz, die ich nicht abbauen kann. Oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Gott. Ich bin weg. Ja, toll. Der dritte Tod. Oh. Ja. Ganz klar. Ich spawne einfach mal auf dem Tod drauf. Oh. Dann baue ich das halt ab. Und ihr nervt nicht immer. Weg damit. Und weg damit. Überall gibt es Spawner. Überall gibt es Spawner. Was ist denn
was geht denn hier ab? Ach, komm schon. So, erhoffen wir jetzt, dass wir uns besser rauskommen. Ja, können ja eigentlich teleportieren. Es ist zu schwer, also ich werde momentan noch mit Cheats arbeiten, also mit teleportieren und solchen Sachen. Weil es ist einfach zu unfair gemacht. Und werde dann natürlich weitergehen, Challenge und alles mögliche. Und auch auf schwer spielen. So. Da haben wir das Zeugs. Hier. Treasure Map. Schallplatte anstelle von... Ja, der Axt. Und die Frucht. Und jetzt gehen wir weg. Also wir haben hier noch irgendwas. Ein bisschen Eisen könnte ich noch mitmachen. Das halten wir schon aus. So, aber zuerst essen. Gut, das Eisen muss ich noch mitnehmen. Hoffentlich kann man es direkt zu einer Eisenspitzhacke machen. Okay. Und die Musik, die kommt mir bekannt vor. Auch was am Spiel, glaube ich. Oh shit. Falsch. Ach, bauen wir die einfach ab, die nerven nur. Ah. Der da. Auch falsch. Der da. Auch falsch. Jetzt haben wir wieder kein Haus-Spawn. Wieso werden die eigentlich immer gelöscht? Ich habe extra vorher ein Haus-Spawn gemacht. Wo ist jetzt denn der hin? Haus 1. Es bleibt doch einfach mal hier und wird nicht gelöscht. Ja, jetzt ist er nicht gelöscht. Und wir sind auf einem Baum. Es ist Nacht. Oh Gott, oh Gott. Löschen. Löschen. Ich will's löschen. Ah, wieso ist das so schwer? Delete. Was ist Delete? Ja, ich muss kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich habe nämlich auf Delete den Aufnahmeknopf. So. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Ja, das ist ein guter Spawnplatz für unser Haus. Dort ist eine Birke. Wo ist der große Baum? Ah, gleich vorne dran. Sehr schön. Also, haben wir das. Machen wir hier eine Erde hin oder einen Stein. So, also alles Blödsinn mal reintun. Die Ingots, die Bärensträucher. So. Die Torten. Die Map. Origin Regions Dex One. Peaceful Ding. The map leads to...
519, 72, 712, 512, 700, 512, 700, das müsste irgendwo hier sein. Dann gehen wir dorthin und suchen den Schatz. 512, 769. Hier. Dort ist auch irgendwie ein Baum. Dann gehen wir dorthin. So, hoffentlich passiert hier nichts. Dort vorne ist irgendwie eine Kreatur und ein Löwe, ein Tiger. Wasser sucht er? Ah, das ist der andere. Und wir sind vergiftet. Wegen irgendwas. Kann es nicht sehen. Irgendwas hat uns getroffen. Eine Hexe irgendwo. Hier ist ein verseuchtes Land irgendwas. Und hier ist ein Tree-End. Der ist sehr stark. Der ist zu stark. Wieder Gegner, die zu stark sind. Ey, es geht mal wirklich in diesem Mod. Ja, jetzt können wir nicht mal... Hey, was ist denn das? Hallo! Oh Gott, oh Gott! Was ist denn das? Spring Gun! Ein Klon! Ein Geist, der sich in mich verwandelt. Es geht wohl nicht ganz richtig mit diesem Mod. Ich bin ein schlechter Entwickler und ich muss jetzt Mods entwickeln, die ganz, ganz overpowered sind, damit die User den Mod ja nie bauen. Spielen. Ach Gott, oh Gott, die Amis oder irgendwelche Mod-Entwickler wieder. Ah, das kann ich nicht machen, aber den kann ich machen. So. Und wieder einer gestorben. Wer stirbt denn hier die ganze Zeit? Ich sehe nichts. Ich sehe keinen einzigen Ding. NPC. Wo kommen die Namen? Also hier haben sie gesagt. Ah, das ist der Schatz. Okay, ich mach's jetzt mit Game Mode. Wow, Kopf von mit Chabo Simblu. Ist das ein Abonnente von mir? Keine Ahnung. Gimäure of Gaia 2. 80 HP. Geht's noch? Also dann fliegen wir wieder zurück und sperren uns ein, bis diese Scheißnacht schon wieder vorbei ist. Und löschen diese Marker. So. Nehme ich jetzt auf oder nehme ich nicht auf? Oh, Fraps. Fraps. Du machst mir nur Probleme und Sorgen. Ach Scheiße, hey. Ich muss schauen. NPC. Wo kommen die Namen? Also hier haben sie gesagt. Ah, das.
Nein, ich will nicht... Oh.